Industry Consulting hat es sich zum Ziel gemacht, Firmen zu helfen, besser zu werden. Dabei fokussieren wir uns vor allem auf die Effizienzsteigerung. In der derzeitigen Zeit der Datenflut lohnt es sich, im administrativen Bereich effizienter zu werden, indem man ein Enterprise Search System einsetzt. Anhand eines Live-Demos mit dem Produkt Intergator wollen wir die Vorzüge einer Enterprise Search-Lösung aufzeigen. Intergator haben wir gewählt, weil es auf die individuellen Wünsche der Benutzer eingeht. Man kann eigene Dashboards sowie auch ein Firmendashboard benutzen, hat eine sehr gute Navigation und eine sehr effiziente Suche. Doch reden wir nicht weiter um die Details, sondern steigen wir gleich ins System ein. Die Demo-Version des Intergators hat ein einfaches Dashboard für die Firma. Das heißt, die Firma kann entscheiden, was sie in diesem Dashboard haben will. Auf der rechten Seite sehen wir den Suchschlitz, Standard für eine einfache Suche wie im Google. Danach natürlich gleich verschiedene Neuigkeiten. Webinarkalender, Firmenkalender etc. können auch eingepflegt werden. Die Suche findet zudem gleich die neuesten Dokumenten, die hochgestellt wurden und interessant sind für die Firmen. Es kann auch nach Experten gesucht werden und die neueste Firmenpräsentation kann auch gleich auf der obersten Seite des Dashboards angezeigt werden. Das Dashboard ermöglicht es, die wichtigsten Informationen gleich zu finden, ohne danach zu suchen. Natürlich ist auch eine Standard-Suchfunktion im Intergator enthalten. Dabei kann ich entscheiden, auf welchen Dateiablagen ich suche, das heißt File-Server, SharePoint, SAP etc., wie auch welche Dokumente ich suche, von welcher Person etc. Wenn meine Firma nun zum Beispiel gerade bei der Einführung eines 5S-Systems ist, um die Sauberkeit, Effizienz am Arbeitsplatz, in der Produktion oder auch in der Administration zu fördern, dann kann jeder Mitarbeiter gleich nach den wichtigsten Informationen zum Bereich 5S suchen und wird dabei natürlich auch sofort fündig. Da gibt es zum Beispiel einen Flyer, ein Leaflet oder auch gleich die wichtigsten Dokumente, die das 5S-System unterstützen. Ich kann diese Daten natürlich jeweils eingrenzen, einem Zeitraum, zum Beispiel ich suche Dokumente im Jahr 2012 oder von woher sie kommen, aus welcher Quelle sie kommen, wer sie erstellt hat, wie auch natürlich, was für Dokumententypen ich suche, sei es also PDF, Word, Excel-Dateien. Schlussendlich habe ich auch noch eine Wortwolke. Die Wortwolke entsteht aus der Volltextsuche der Dokumente. Firmen, die sehr oft mit Farben arbeiten, ihren Dokumenten, Abteilungen etc. Farben geben, können sogar hier nach Farben die Dokumente eingrenzen. Wenn ich nun also meine Suche nach dem Zeitraum eingrenze, so erhalte ich sehr schnell eine sehr kleine Anzahl von Dokumenten, die wichtig für mich sein könnten. Die Vorschaufunktion hilft mir zudem, gleich das Dokument anzuschauen, um zu verstehen, ob das das richtige Dokument ist. Natürlich wird in der Vorschaufunktion gleich angezeigt, wo ich wiederum diese 5S im Dokument finde. Ich finde sie zum Beispiel auf der Seite 2, auf der Seite 3, auch wieder hier oben 5S-Kampagne. Dies hilft es mir vor allem bei großen Dokumenten, sei es Vertragswerken mit über 100 Seiten, gleich nach den relevanten Informationen zu suchen. Im Vertrag zum Beispiel nach der Ausstiegsklausel, nach den Preisen, nach irgendwelchen Penalties etc. Die Vorschau übrigens gibt es nicht nur, wie das zum Beispiel bei der Microsoft SharePoint-Suche so der Fall ist, im Intergator für
Microsoft-Produkte. Nein, es gibt sie auch für alle möglichen Dateiformate, sei es also CAD-Zeichnungen etc. Am Beispiel hier sehen wir auch gleich, wie es für ein Excel-File funktioniert. Auch hier wiederum 5S wird gleich gekennzeichnet, gelb gekennzeichnet, und ich kann sogar auch ein Excel-File gleich an der Vorschaufunktion anschauen, ohne dass ich das Dokument öffnen muss. Ich finde also sehr schnell mein gesuchtes Dokument und kann dann entscheiden, ob ich es bearbeiten will, nur kurz durchlesen will oder weiter versenden will an eine Person, die das Dokument gerade verwenden muss. Die Möglichkeit, CAD-Daten gleich einsehen zu können, will ich hier auch zeigen und suche dabei nach einem Format eines Dokumentes im DWG-Format. DWG ist eine übliche CAD-Zeichnung. Wir sehen hier, wenn ich auf die Vorschau gehe, wird mir das Dokument geöffnet und ich kann auch dieses gleich anschauen. Dies bedeutet eine große Effizienzsteigerung und vor allem natürlich auch eine Einsparung von Lizenzkosten bei technischen Betrieben, sei es also mechatronischen Werkstätten, Elektrobetrieben, Architekturbüros etc. Das heißt, nicht nur der Architekt oder eben nur der Architekt braucht ein CAD-System, nur der Ingenieur braucht ein CAD-System. Der Rest der Mitarbeiter kann aber trotzdem überprüfen, was gemacht wurde, kann trotzdem Dokumente kurz sichten, bevor sie es weiterleiten, zum Beispiel an einen Lieferanten oder einen Kunden. Die Vorschaufunktion wird vor allem dann wichtig, wenn ich große Dokumente durchkämme. Am Beispiel hier nehme ich das Anwenderhandbuch von Intergator. Auch hier kann ich wieder die Zeit eingrenzen. Und kriege so gleich das neueste Anwenderhandbuch angezeigt. Dieses Anwenderhandbuch hat mehrere Seiten. Wenn wir kurz hier in die Vorschau gehen, dann sehe ich gleich, dass es 51 Seiten hat und natürlich auf der ersten Seite das Anwenderhandbuch findet. Nun habe ich das Anwenderhandbuch gefunden und will mich natürlich hier nach weiteren Informationen erkunden. So zum Beispiel nach dem Navigator. Auch hier sehe ich auf der rechten Seite wieder, wie viel Informationen über den Navigator gefunden wurden. Steigen wir mal ein auf Seite 38 und ich finde gleich die Information über den Navigator, wie wir den verwenden können und wie hier die Suche funktioniert. Mit dieser Kombination der Suche nach dem Dokument, dem schnellen Eingrenzen, danach der Volltextsuche im Dokument, zum Beispiel jetzt mit dem Wort Navigator, und dann gleich auf die richtige Seite springen, um nur das Wichtige zu lesen, was mich gerade interessiert, erreichen wir in vielen Firmen eine große Effizienzsteigerung im administrativen Bereich. Vor allem bei Firmen, die natürlich auch viel mit Verträgen zu tun haben, mit Präsentationen, technischen Dokumenten etc. Verlassen wir nun aber hier die normale Suchfunktionalität. Gehen wir zurück zum Intergator und steigen ein in den Navigator. Der Navigator ist die neue Form des Suchens, die es mir auch ermöglicht, mit einem Touchscreen zu arbeiten und eben Dokumente, Informationen schnell zu finden. Suchen wir hier wieder noch 5S. So finden wir auch hier schnell die Dokumente und Informationen, die wir suchen. Beim Navigator kann ich dabei gleich anfangen einzugrenzen und werde so mit meinen Dokumenten oder werde so schnell fündig. In der Navigator-Ansicht habe ich oben dann die Dokumente, die es mir gefunden hat, plus unten auch gleich eine kleine Ansicht mit den wichtigen Informationen, die mir das einzelne Dokument anzeigt. Dabei kann ich sogar entscheiden,
welche Art der Informationen ich für ein PowerPoint-File, für ein PDF-File, für ein Excel-File oder auch für ein Word-Dokument angezeigt haben will. Diese Anzeige kann der Administrator des Unternehmens, das heißt der Administrator vom Integrator, selbstständig steuern und kann diese einstellen. Im Unterschied zum Google bietet mir dementsprechend eine Enterprise Search Informationen über Dokumente in meinem Unternehmen, nicht nur Internetseiten, das erste. Und das zweite natürlich, es bietet mir gleich eine detaillierte Einsicht in die Dokumente und die wichtigsten Informationen am Anfang, sodass ich, wenn das das falsche Dokument ist, gleich zum nächsten springen kann und sehr schnell fündig werden. Das Ziel vom Integrator ist nicht, das beste Dokument am Anfang zu bringen, sondern die Reihe der besten Dokumente am Anfang zu bringen und sie so eingrenzen zu können, dass ich sehr schnell, das heißt mit 2-3 Klicks, fündig werde und dieses Dokument dann, wie schon am Anfang erwähnt, weiter verarbeiten kann, weiter versenden kann oder halt eben auch nur ausdrucken kann und kurz durchlesen kann. Dies eine Kurzübersicht einer Enterprise Search Lösung, wie gesagt, in dem Fall der Integrator. Es gibt noch sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel das Dashboard zu bearbeiten, die Suchfunktionen noch effizienter zu gestalten, den relevanten Firmeninformationen anzupassen, etc. Dies ist natürlich dann mit einer Schulung verbunden und in diese Details will ich hier nicht eingehen. Wichtig war, in diesem kurzen Überblick zu zeigen, wie man mit einer Enterprise Search Lösung effizienter werden kann, schneller werden kann und sich vor allem im Datendschungel der heutigen Zeit zurechtfinden kann. Bei weiteren Fragen, Anregungen, Hilfestellungen kontaktieren Sie uns bitte jederzeit.